Jo, hallo liebe Freunde, willkommen zurück. Heute mal wieder ein bisschen Kochgrundlagen. Und zwar heute soll es um Messer gehen. Alle werden sich jetzt denken, das Ding muss schneiden, alles ist gut. Ja, nicht ganz. Erstmal grundlegendes, Messer gibt es in 1000 verschiedenen Varianten. Da habe ich ein paar davon dahingelegt. Man braucht im Endeffekt 3-4 Messer. Man braucht auf jeden Fall, wenn man kocht, ein solches Ding hier. Beziehungsweise, teure Variante davon, dieses. Wie man sieht, sind beide recht groß und somit halt auch vielseitig einsetzbar. Dann braucht man noch ein kleines Messer. Da kann man solche hier nehmen, nur als Beispiel. Die sind gut, wenn man kleinere Sachen machen muss, weil so eine Knoblauchzehe mit so einem Riesenäumel da klein zu schneiden, ist dann vielleicht doch ein bisschen übertrieben. Und was man noch braucht, das nutzt man dann, wenn man mit den anderen nicht weiterkommt und es nicht durchschneiden kann, ist so eins hier. Grundsätzlich sollte man erstmal aufpassen beim Kauf des Messers, wie gut ist es. Damit meine ich nicht, wie gut schneidet es, sondern wie gut ist das Ding selber. Dazu mal ein paar kleine Beispiele. Ich habe jetzt leider kein großes mehr, weil das ist mir kaputt gegangen von den ganz billigen. Diese ganz billigen sind diese hier. Ja, und man kann die auch hier vorne anfassen, zumindest die ganz billigen Teile, weil die Teile sind stumpf nach zweimal Schneiden. Der Griff davon, Vollplastik, bei den Dingern geht nur bis hierhin die Schneide. Das bedeutet, drückt man dann ein wenig stärker, bricht das hier auch mal gerne raus. Wenn man das natürlich gerade so hält und das bricht hier vorne raus, dann hat man natürlich die Schneide, die jetzt ja nun nicht gerade dick ist, so mit ungefähr einem halben Millimeter, vielleicht ein bisschen mehr, aber ein Millimeter ist es in keinem Fall, irgendwie mit meinem Finger stecken. Kommt nicht gut. Pfoten weg von billiger Scheiße. Das habe ich mir irgendwann mal geholt, nämlich als ich das erste Mal alleine gewohnt habe und habe innerhalb der ersten 2 Monate ungefähr 5 von den 12 Messern weggeschmissen. Merken, Schrott weg. Genauso diese hier. Die Teile nennen sich Schinkenmesser. Ich keine Ahnung, ob das die Firma ist oder nicht. Auf jeden Fall steht das da drauf. Die Teile sind ähnlich aufgebaut. Auch wenn das diese wunderschönen silbernen Punkte hier Nieten imitieren soll. Hier vorne sieht man dann, wie das wirklich aussieht. Dazu nehme ich mal so einen, da kann man das dann vielleicht besser sehen. Weil hier vorne fehlt nämlich diese angebliche Niete, die einfach nur in eine Vertiefung reingedrückt worden ist und nicht durchgeht. Saugefährlich, viel zu teuer, auch mit nur 1 Euro pro Messer oder sowas. Eindeutig viel, viel zu teuer. Ist das Material nicht wert, aus dem sie gemacht sind. Dann kommen wir zu den nächsten Messern. Auf meinem anderen Kanal habt ihr ja gesehen, ich habe mir diesen wunderschönen Messerblock gekauft. Diesen hier. Ich fand das einfach optisch recht schön und man kann dann halt auch mal, wenn man jetzt Hähnchen geschnitten hat, nochmal irgendwas anderes damit schneiden, wie zum Beispiel Fisch. Sollte man übrigens möglichst 2 verschiedene Messer nehmen oder die zwischendurch abwaschen, aber wenn es mal schnell gehen soll, nimmt man halt 2 verschiedene. Allgemein bei Hähnchen sollte man, oder bei Hähnchen und Fisch sollte man aufpassen, dass man dafür halt die Sachen, wo man es drauf macht, grundsätzlich abschrubbt. Und am besten sogar noch nur dafür verwendet. In Profiküchen ist das, soweit ich weiß, Vorschrift. Da extra eine Hähnchen- und eine Fischschneidefläche zu haben. Und sogar extra Pfannen dafür. Kommen wir mal zu den höherwertigen. Das sind nämlich diese hier. Die Teile sind nicht die besten, gar keine Frage. Als Brotmesser reicht es alle Male, weil hier wird kein Druck ausgeübt. Hier wird wirklich gesägt. Da macht man ganz wenig Druck. Vorteil an denen hier ist halt wirklich, man hat eine gummierte Oberfläche, die ist nicht ganz so rutschig und die liegen auch recht gut in der Hand. Wie lange die wirklich brauchbar sind, wie lange die haltbar sind, wird sich rausstellen, aber bisher funktionieren sie. Wenn ihr seht, wie lange ich die jetzt schon im Einsatz habe, wisst auch, ob sich das gelohnt hat.
Aber es ist in jedem Fall immer noch besser, einmal wirklich richtig in Messer zu investieren. Da wären wir dann nämlich bei diesen wunderschönen hier. Die Teile sind eine sehr gute Marke. So aus drei Buchstaben. Mehr verrate ich dazu nicht. Vorteil an denen ist, man sieht es hier, der Griff hat so ist einfach nur auf den Seiten drauf gemacht und dann wirklich festgenietet. Das bedeutet, die Schneide selber wird hier ein bisschen dicker und geht hier drin dann über bis ganz zum Ende. Das bedeutet, selbst wenn dieser Griff abfallen würde, irgendwann mal, hat man immer noch eine genügend Fläche, die sich nicht in die Hand reinbohrt. Ist auf jeden Fall schon mal sicherer. Was ganz wichtig ist, Leute, Messer müssen scharf sein. Fangt bitte nicht an, aber wenn die Messer zu scharf sind, dann habe ich Angst, mich zu schneiden. Leute, ihr schneidet euch nicht, wenn die Messer scharf sind. Ich verletze mich, wenn ich mich verletze, hier nicht, weil ich mich schneide, sondern weil ich irgendwie mal wieder zu blöde bin, und mit irgendwas gegen eine heiße Pfanne, gegen den Boden von einem Topf gegenkomme oder versehentlich irgendwo gegen irgendwas anderes Heißes gegenkomme. Aber ich schneide mich nicht, weil ich habe scharfe Messer. Da brauchst du nicht drücken wie ein Berserker, da gehst du da ganz gemütlich durch und gut ist. So ein Messer hier übrigens von dieser Firma in der brauchbaren Qualität liegt bei, ja, sagen wir so, es fängt an bei 30 Euro. Die hier als Beispiel, selbe Firma, gab es nur im Doppelpack, haben gekostet 29,95 oder sowas. Kann man auch machen. Darf man nicht zu viel von erwarten. Die haben hier als Beispiel nur einen eingeschränkten Schneideschutz, sind aber trotzdem von der Qualität her echt gut. Also die nutze ich jetzt auch schon seit, ich glaube, über 2 Jahren oder sowas. Die sind echt richtig klasse. Also auf jeden Fall 1 oder 2 Jahre habe ich die jetzt schon und nutze sie immer und immer und immer wieder. Noch ein Vorteil an denen hier ist, es ist das Ding dabei. Ich habe es verkehrt rum natürlich so rum. Könnt ihr jetzt auch wunderbar in die normale Besteckschublade legen, weil Schneideschutz. Ihr könnt euch nicht verletzen und die Messer können nicht kaputt gehen. Was natürlich das Beste ist vom Griff und Messer her, zumindest wenn man jetzt von der Haltbarkeit das Ganze sieht, ist ein solcher Griff. Dieser Griff hat halt den Vorteil, ich zeige das jetzt mal da unten, weil das Teil ist ein bisschen größer, hat halt den Vorteil, dass es komplett in eins übergeht in in die eigentliche Schneide. In diesem Fall ist das ein relativ günstiges Teil, muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch nicht mehr wirklich so scharf, ist aber auf jeden Fall brauchbar, habe ich aus dem Asia-Shop. Hat da, glaube ich, irgendwas um 20 Euro gekostet. Da ich das Teil relativ selten benutze, kann man da auch mal ein bisschen was Günstigeres nehmen, solange es halt wirklich sich kaum verbiegt. Und da bleibt das Ding dann auch scharf, wenn man es nicht zu häufig benutzt. Das war jetzt erstmal allgemein über Messer. Dieses Messer, ich nehme jetzt absichtlich mal das Blaue, weil man es besser sieht, das hat nicht nur die Funktion, dass man schneiden kann. Bei diesem Messer ist es so, das hat einmal hier eine gerade Fläche, also hier, wenn ihr jetzt so unten guckt. Damit könnt ihr so einfach was abschaben. Also wenn ihr jetzt hier als Beispiel was geschnitten habt, so, ne? Klack, 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 haltet das über den Dings und geht so einmal rüber. Dafür ist diese Kante da. Die Schneide hier oben, logisch, zum Schneiden. Und hier hinten liegt sie ganz auf. Da kann man dann halt längere Strecken oder dann halt ohne Probleme bis zum Boden schneiden, weil durch die Biegung hier passen da auch die Finger zwischen, ohne dass man sich ja einklemmt. Wofür dieses Messer noch gedacht ist, dafür solltet ihr aber dann wirklich ein hochwertiges nehmen oder es nicht zu oft machen, weil das ist mit den dünnen doch etwas schwer.
Oder wirklich mit sehr dünn, bei dem hier geht es noch einigermaßen. Wenn ihr jetzt Knoblauch habt, könnt ihr ihn hinlegen, draufdrücken. Ohne Probleme, dann knackt er das auf, habt keinen Knoblauch an der Pfote. Könnt den Knoblauch dann auch damit komplett zerdrücken. Also wenn er irgendwo mein Rezept seht, wo es dann heißt, zerdrückter Knoblauch, wie zum Beispiel, ich glaube, bei... Gibt auf jeden Fall genug Rezepte bei mir. Müssen wir mal durchgucken. Schweinekrüstenbraten hatte ich das. Nee, da hatte ich das Knoblauch drin. Weiß ich gerade nicht mehr. Ist schon ein bisschen länger her. Auf jeden Fall, wie gesagt, es gibt so viele Rezepte. Da gehört nur zerdrückter Knoblauch rein, kein kleingeschnittener. Dann nehmt ihr das Messer, legt das drauf und drückt einfach mit den Handballen, so dass ihr euch nicht hier vorne schneidet. Ganz wichtig, nicht schneiden. Drückt er dann halt einfach nur klack drauf, fertig ist. Und dafür ist dieses Messer da, um wirklich Sachen wegzumachen, so Sachen zu schneiden, klein zu drücken. Gibt noch ein paar andere speziellere Bereiche. Das Messer hat auch eine Spitze, damit könnt ihr dann sowas rausholen, reinstechen, sonst irgendwie sowas. Gibt auch Messer ohne Spitze, wie zum Beispiel dieses hier. Damit könnt ihr echt nur eine Scheibe Brot abschneiden. Bei diesen billigen hier empfehle ich wirklich dann auch nur Weißbrot zu nehmen. Weil selbst bei Vollkorn kann das Ding schon durchbrechen. Damit sind wir dann auch schon beim Ende angekommen. Ich hoffe, das hilft euch ein wenig weiter, wenn ihr euch dann überlegt, sollt ihr mir vielleicht mal ein paar neue Messer kaufen. Eins sei noch gesagt, ihr könnt Messer natürlich auch zu Hause selber schärfen. Da gibt es einmal dieses wunderschöne Ding hier. Einen wunderschönen Stahl dafür. Der ist sauschwer zu bedienen für Leute, die es nicht können. Also, liebe Profiköche, ja, es ist sauschwer. Auch wenn ihr das gelernt habt. Gerade deswegen wisst ihr nicht, wo der Unterschied zwischen schwer und einfach ist. So viel noch erstmal dazu. Weil es ist nicht immer so einfach, wie man als Gelernter das kennt. Danke. So, wie gesagt, mit diesem Ding ist es als Laie und wenn man es nicht kann, echt sau schwer. Wenn ihr das lernen wollt, nehmt euch das billigste Messer, was ihr kriegen könnt. Am besten eins ohne diese Rillen hier oben. Mal gucken, ob man das sehen kann. Na, kann man das? Kriegt man das hin? Na, ich glaube eher nicht. Auf jeden Fall sind hier oben Rillen drin. Diese Rillen sind scheiße. Das machen die nur, damit die Messer nicht wirklich geschärft werden müssen, sondern damit die auch so schneiden. Gehen natürlich nur noch schneller kaputt. Was ihr machen könnt, was sinnvoller ist, das ist ein Stück Leder nehmen. Das nennt sich irgendwie Abziehleder. Damit könnt ihr dann bei dem Messer hier oben bei der Schneide, das kann sich ein bisschen umbiegen, weil es halt so wirklich dünn ist, das wieder nach oben stellen. Dadurch kriegt ihr schon mal ein bisschen mehr Schärfe wieder hin. Sollte es wirklich komplett stumpf sein, lasst das Ding schärfen. Achtet bitte darauf, dass es jemand ist, der weiß, wie es geht. Und wenn ihr es selber macht, nutzt auf gar keinen Fall so eine verschissene Maschine. Die macht euch die Messer kaputt und ihr hattet dann mal ein Messer. Schlimmste ist immer, wenn man sich für 10 Euro so eine Schärfmaschine holt und da ein 200-Euro Messer dann einmal durchzieht. Da fängt das Ding dann nämlich an, hier richtig schön sich dann, jetzt mal übertrieben, so auszuhöhlen. Weil es halt dreht sich und an der Stelle, wo man es aufsetzt, kriegt es natürlich mehr mit, als wenn man das dann so komplett einmal durchzieht. Deswegen macht's von Hand, holt euch einen Wettstein, die Teile heißen Wettsteine. Es gibt auch Schärfhilfen dafür, es gibt auch von dieser wunderschönen Firma, die dieses Messerchen hier hergestellt hat, gibt es auch eigens dafür gebaute Schärfsteine, die gleich den richtigen Winkel haben. Kann man auch nehmen, aber lasst die Pfoten weg von diesen elektronischen Schwachsinnsdinger. Also lasst die Pfoten weg von diesem elektronischen Dreck. Wie gesagt, ich hoffe, das hat euch jetzt ein wenig geholfen. Ihr wisst beim nächsten Mal, wenn ihr einkaufen geht, wenn ihr ein neues Messer braucht, worauf ihr achten solltet.
Achtet darauf, dass das Messer auch nicht zu leicht ist, achtet aber auch darauf, dass das Messer nicht zu dünn ist. Das verbindet sich ja auch so ein bisschen miteinander. Also hier oben zu dünn ist, hier muss es dünn sein. Und achtet halt auch wirklich darauf, dass er vielleicht auch einen namhaften Hersteller nehmt. Also ich kann da nur drei Buchstaben empfehlen. So von mir aus, ich kriege dafür keine Kohle, sonst würde ich es nennen. Merken, ich mache ja auf meinem Kanal keine Werbung. Und wenn doch, sage ich es euch. Ansonsten wünsche ich viel Spaß mit den Messern. Gutes Gelingen in der Küche. Und dann lasst mir einen Daumen nach oben da, lasst mir ein Abo da. Ein Kommentar wäre auch nice. Und dann wünsche ich euch einen schönen, stressfreien und sonst irgendwas. Hauptsache ihr habt Spaß und so. Bis demnächst. Ciao. Ach ja, und noch ein kleiner Wort an meine Lieblingsprofiköche. Ich habe inzwischen so viele Anfragen von irgendwelchen Profiköchen bekommen. Ich vermute einfach mal, dass die Hälfte von euch nicht wirklich Profikoch ist, sondern das einfach nur gern wäre. Aber das ist eine andere Sache. Leute, es geht hier um Anfänger und um Leute, die Spaß daran haben. Es geht hier nicht um Leute, die wirklich professionell kochen. Ich fühle mich geehrt, wenn ihr eins meiner Rezepte natürlich dann in eurem Restaurant verwendet. Ist ja natürlich überhaupt kein Thema. Nennt es nach mir. Tschüss.